So vor ungefähr 8-9 Jahren machte zum ersten Mal im größeren Stil das Wort Lobpreismüdigkeit die Runde. Was war damit gemeint? Da gab es eine ganze Reihe von gerade freikirchlich geprägten Gemeinden, wo Mitglieder oder Leute, die dort schon länger hingehen, gesagt haben, mich erreichen diese Lieder, die ich früher begeistert mitgesungen habe, nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht das gesamte Glaubensleben abdecken und dass es da noch etwas tiefer gehende Texte geben muss, dass zu viele Texte davon handeln, wie ich mich gerade fühle in meiner Beziehung zu Gott und dass sehr viel um mich geht, um mein Wohlbefinden, dass aber andere Aspekte des Evangeliums nicht auf dieselbe Art und Weise zum Ausdruck kommen, wie zum Beispiel in den Liedern, die man im evangelischen Kirchengesangsbuch oder in diesen klassischen Sammlungen, die schon den Test der Jahrhunderte bestanden haben, zu finden sind. All das, was Jesus uns in der Bergpredigt lehrt, was mit dem Umgang miteinander zu tun hat, was mit Ethik zu tun hat, dass das ein Teil unserer Anbetung ist.